paar Urkunden, die man zufällig immer dabei hat, steigern ungemein das Selbstvertrauen. Man ist damit ein Mensch von Welt und kann mitreden. Das gilt natürlich auch für den Surfschein. Also, weiter geht's. Keine Panik, die spanischen Uhren gehen meist etwas langsamer als die anderen. Die Segel sind schon aufgerickt. Ein Pluspunkt, denn so muss man nicht unbedingt gleich am Anfang alles beherrschen, wo man doch eh nur eins im Sinn hat, surfen, und zwar so schnell es geht. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jeder findet hier die richtige Ausrüstung. Boards und Segeltypen in allen Größen, damit kommt jeder zurecht. Und hier kann Daniela endlich mal richtig relaxed an die Sache rangehen, denn den Surfschein, den hat sie schon lange. War doch gar nicht so schlecht, oder? Das mit dem Surfschein ist eben schon ein bisschen länger her und so ein Auffrischungskurs macht doch auch Spaß. Wer so engagiert überall dabei ist, kann sich eine Erholungspause abschminken. Einmal dabei.